Ich freue mich jetzt auf unser Tagesgespräch mit Sarah Wagenknecht, die Fraktionschefin der Partei Die Linke. Hallo nach Merzig-Siewing im Saarland, Frau Wagenknecht, bei offensichtlich sehr gutem Wetter. Guten Morgen. Ja, der Streit um die Migrationspolitik, den gibt es ja nicht nur in der Union, auch in Ihrer Partei. Kennen Sie das aus eigener Erfahrung? Wir erinnern uns an Ihren letzten Parteitag. Wie lautet Ihr Rat an die Unionsparteien im aktuellen Streit um die Flüchtlingspolitik? Ja, also ich weiß nicht, ob die Union jetzt auf meinen Rat gewartet hat, aber ich muss sagen, ich finde es schon erschreckend, nicht, dass man über das Problem streitet, das tun alle Parteien, aber dass man über reine Symbolpolitik streitet, das finde ich wirklich ein Ausweis eines extrem schlechten Zustands dieser Koalition. Denn jeder weiß doch, dass das, was Seehofer vorschlägt, an dem Problem gar nichts ändern würde. Also wenn Deutschland im Alleingang sagt, wir weisen registrierte Flüchtlinge zurück, dann würden andere Länder genauso im Alleingang sagen, wir registrieren nicht mehr, wir winken durch. Und damit wären wir wieder beim genau dem gleichen Zustand, den wir heute haben. Das heißt, es ist gar nicht ein Ringen darum, ein Problem zu lösen, sondern wir haben eine Situation, dass in der Union ein Partner Torschlusspanik vor der Wahl hat, jetzt versucht, auf jeden Fall noch Punkte zu machen und auf der anderen Seite Frau Merkel versucht, gegenzuhalten, aber beide eigentlich mit dem Kernproblem völlig überfordert sind. Und das ist, denke ich, kein guter Ausweis für die Zukunft Deutschlands, wenn diese Koalition so weitermacht. Apropos Zukunft, eine Lösung im Streit scheint möglich, hieß es eben, zumindest im Beitrag. Glauben Sie noch an eine Einigung der Schwesterparteien jetzt bis Sonntag? Ja, beide hängen natürlich an der Macht. Beide wollen auch keine Neuwahlen, weil sie zurzeit ja auch in den Umfragen nicht gut dastehen. Nur die Frage ist eben, wie gut tut es unserem Land, wenn eine solche Koalition, die in einem derartigen Zustand ist, dass sie sich mit den wirklichen Problemen der Menschen überhaupt nicht mehr beschäftigen kann, wenn eine solche Koalition weitermacht. Ich denke, das, was viele Menschen in diesem Land bewegt, das sind ja vor allem ganz andere Probleme. Das ist das Problem, dass unverändert die Mieten steigen, dass es viele Niedriglohnjobs gibt, dass Menschen Angst vor Altersarmut haben. All das sind ja wirklich ganz wichtige Probleme. Damit beschäftigt sich diese Koalition nicht in all den 100 Tagen, in denen sie bisher im Amt ist. Sie streitet über Symbolthemen. Die SPD ist im Grunde überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass das so nicht weitergeht, sondern dass die Union dann eben auch die Konsequenz zieht. Wenn sie nicht mehr regierungsfähig ist, dann soll sie auch nicht mehr regieren. Die Unionsparteien haben kein Interesse an Neuwahlen, sagen Sie. Würden Sie sich denn über Neuwahlen freuen? Und angenommen, es käme zu Neuwahlen, treten Sie dann noch für die Linke an oder für eine linke Sammelbewegung, die Sie im Moment ja versuchen, auf die Beine zu stellen? Also niemand will willkürlich immer wieder Neuwahlen provozieren. Nur wenn eine Regierung nicht mehr regierungsfähig ist, dann finde ich, muss man am Ende die Bürgerinnen und Bürger fragen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass bei Neuwahlen neue Mehrheiten entstehen. Selbstverständlich, ich bin Fraktionsvorsitzende der Linken. Ich wünsche mir eine Sammelbewegung, die überparteilich ist, weil ich einfach den jetzigen Zustand für sehr, sehr unbefriedigend halte, dass viele Mehrheiten, die es in der Bevölkerung gibt, es gibt ja Mehrheiten für einen höheren Mindestlohn, und zwar deutlich höher als das, was jetzt an Erhöhung beschlossen ist, für eine Vermögenssteuer, für sehr Reiche, für bessere Renten. Ich wünsche mir, dass das sich politisch auch wieder in politischen Mehrheiten niederschlägt. Und dafür ist die Idee einer neuen Sammlungsbewegung geboren worden. Deswegen arbeiten wir daran. Aber selbstverständlich bin ich Politikerin der Linken und Fraktionsvorsitzende. Und als solche würde ich natürlich auch Wahlkampf führen. Aber noch fehlt Ihnen dazu die Mehrheit, auch in den eigenen Reihen, muss man ganz klar sagen, für so eine Sammelbewegung. Also ich bekomme sehr, sehr viele positive Resonanz. Ich bin sogar überrascht. Ich meine, noch ist das Projekt ja gar nicht gestartet. Wir beginnen ja erst im September. Wie viele Menschen sich schon bei mir gemeldet haben, mir gesagt haben, da wollen wir mitmachen, das finden wir eine gute Idee. Gerade weil es nicht die x-te Parteigründung ist, sondern weil es eine Bewegung ist, die auch nicht nur von Politikern gebildet und gestartet wird, wo ganz viele Menschen mitmachen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Kultur, aus Theater, aus Unterhaltung. Und ich denke, was sich die Menschen wirklich wünschen, ist ein Ende eines solchen inszenierten Parteientheaters, wie wir es eben gerade bei der Koalition erleben. Sie wünschen sich eine Politik, die sich an ihren Interessen orientiert. Viele haben doch das Gefühl, in diesem Land regieren längst die großen Unternehmen, die einflussreichen Lobbys. Dem muss etwas entgegengesetzt werden. Und ich merke, dass die Idee der Sammlungsbewegung wirklich auf sehr, sehr viel Resonanz stößt. Und das freut mich natürlich.
Okay, lassen uns noch mal kurz zurückkehren zur Asylpolitik. Für was genau steht Ihre Partei Die Linke? Für eine offene Gesellschaft mit offenen Grenzen für alle oder, wie Sie sagen, für eine Partei, die Arbeitsmigration beschränken will? Also wir stehen ganz klar zur Verteidigung des Rechts auf Asyl für Verfolgte. Und ich finde es schon sehr, sehr bedenklich, wie dieses Recht immer mehr eingeschränkt wird. Also machen wir es konkret, wenn jemand vor Erdogan und vor der Bedrohung mit jahrelanger Haft flieht, dann muss er in Deutschland Schutz bekommen. Aber genauso klar ist doch, dass wir Elend, Armut auf dieser Welt nicht dadurch lösen, dass wir sagen, es können alle Menschen zu uns kommen. Die Realität ist ja sogar, die Ärmsten können gar nicht kommen. Sie können sich gar nicht auf den Weg machen. Und deswegen sagen wir ganz klar, es muss viel mehr getan werden vor Ort. Es muss endlich Schluss sein, dass arme Länder ausgeplündert werden, dass ihnen Handelsabkommen diktiert werden, die vor allem den großen europäischen Konzernen nützen und vor Ort die Wirtschaft kaputt machen. Und Deutschland vor allem muss auch endlich aufhören, Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete zu exportieren. Das ist jedes Jahr ein neuer, trauriger Rekord. Und damit heizen wir Konflikte an und treiben Menschen in die Flucht und wundern uns dann, dass die Flüchtlingszahlen hoch sind. Deswegen hier muss die Politik sich verändern. Das ist unsere Position. Und ich denke, das ist auch tatsächlich die einzige Lösung dieses Problems. Sie haben bereits mehrfach aber auch schon gesagt, dass die Arbeitsmigration nach Deutschland begrenzt werden muss, sind auch für kritisiert worden in den eigenen Reihen. Stoßen Sie damit nicht ins gleiche Horn wie die CSU mit Ihrer These? Also das hat mit der CSU nichts zu tun. Selbstverständlich sind wir als Linke der Meinung, dass wir nicht den Unternehmen die Möglichkeit geben, immer mehr Lohndumping zu betreiben. Und natürlich sind Menschen, die hierher kommen, oft sind sie verschuldet, weil sie Schlepper bezahlen müssen, oft auch bereit, dann unter den erst recht in tariflichen Bedingungen, sogar unter den Mindestlohnbedingungen zu arbeiten. Und wir müssen natürlich zusehen, dass das nicht passiert. Also Lohndumping, unbegrenztes Lohndumping, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, gerade im Niedriglohnsektor, das ist ein Problem. Und es ist übrigens auch ein Problem für die Länder, aus denen diese Menschen kommen. Weil es ist in der Regel die Mittelschicht, die abwandert. Und das ist keine Hilfe für arme Länder, weil die werden dadurch sogar noch weiter geschwächt. Und deswegen bin ich der Überzeugung, ja zum Asylrecht, aber ansonsten Hilfe vor Ort. Und dass der BDI seit Jahren dafür trommelt, dass es mehr Zuwanderung in den Niedriglohnsektor gibt, ist nachvollziehbar. Aber das ist noch nie die Position von Linken gewesen. Vielen Dank, Sarah Wagenknecht, für das Gespräch.